Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, jetzt ist doch einiges an Zeit vergangen. Ich habe das ja natürlich wieder mal nicht so geplant, dass das Ganze so lange jetzt dauern wird. Aber wie ich es auch im letzten Video schon angekündigt habe oder auch gesagt habe, der Jänner war ziemlich hart. Und es hat sich bis in den Februar gezogen und es hat sich ehrlicherweise auch jetzt bis in den März gezogen. Also das heißt, ich bin immer noch nicht so, ja, immer noch nicht so ganz fit und immer noch nicht so an diesem Punkt, wo ich eigentlich schon im Dezember war. Ich bin immer noch so ein bisschen auf der Suche nach meiner Motivation, nach meiner Kraft, nach irgendwie so vielem. Und ich hoffe, ihr versteht das auch so ein bisschen oder erkennt das vielleicht auch so ein bisschen. Man ist es manchmal einfach, gibt es so Zeiten im Leben, wo es einfach schwierig ist. Wo es einfach schwierig ist und wo man nicht so ganz weiß, was man machen soll, wie man es machen soll, wie man da am besten wieder rauskommt, wie man das irgendwie überbrücken kann, überdauern kann. Ja, und ich bin so ein bisschen in diesem Stadium. Aber darum soll es eigentlich jetzt hier in diesem Video gar nicht gehen. Denn ich habe euch schon vor ziemlich langer Zeit, mittlerweile sind es schon, glaube ich, 4 Monate oder 5 Monate, so einen kleinen Spoiler einmal gegeben. Und zwar am Ende eines Videos habe ich euch die Frage gestellt, was ist denn besser als ein Isländer? Und ja, die Antwort natürlich darauf ist, was ist besser als ein Isländer? Ja, natürlich 2 Isländer oder einfach auch mehr Isländer. Und das ist es natürlich auch für mich. Und deshalb habe ich mich dann im Anfang Dezember, glaube ich, war das. Ich glaube Anfang Dezember oder Ende November. Ich glaube Ende November habe ich für mich dann den Entschluss getroffen, okay, ein Isländer ist nicht genug. Vielleicht sollte ich irgendwie noch einen Isländer sozusagen zu mir holen, beziehungsweise so in meine Betreuung holen, und habe mich dann wirklich tatsächlich auf die Suche begeben bei uns am Hof. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Isländer. Ich werde hier schon mal ein paar Bilder nochmal einblenden. Die ein oder anderen kennen vielleicht das ein oder andere Bild schon oder Video schon, aber einfach, dass ihr mal so ein bisschen einen Überblick habt, dass bei uns schon sehr, sehr viele Isländer gibt. Und ich mir dann einfach gedacht habe, okay, ich möchte einfach noch einen zweiten mit dazu nehmen, sozusagen mit ins Training aufnehmen, und hatte da schon jetzt klarere Vorstellungen, sagen wir es mal so. Beim ersten, also bei der Stute, die ihr ja von den letzten Videos ja schon kennt, der geht übrigens sehr, sehr gut. Auch wenn wir jetzt so ein bisschen Pause gemacht haben, aber dazu auch nochmal später ein bisschen mehr. Und da hatte ich ja jetzt nicht so konkrete Vorstellungen. Also da war es mir eigentlich alles so ziemlich egal. Ich habe da auch zu dem Zeitpunkt nicht gesagt, okay, ich will eine Stute oder so haben, oder ich will einen Schecken haben, oder ich will ein junges Pferd haben, sondern ich habe das wirklich so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Und jetzt beim zweiten war das Ganze aber schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, konkreter für mich. Denn ja, ich habe natürlich dann schon viele Pferde einfach auch kennengelernt über die Wochen, die ich halt jetzt schon mit der Stute auch immer wieder im Stall war. Und bin da auch immer wieder, und das mache ich eigentlich ganz gerne, und wenn ihr da draußen irgendwie auch Pferde gerne mögt, kann ich euch das wirklich nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Es ist einfach auch mal schön, einfach in der Herde mit drinnen zu sein und einfach ja Zeit dort zu verbringen. Also nicht großartig jetzt irgendwie was machen, also jetzt nicht irgendwie groß Training oder irgendwas, sondern einfach so die Pferde so einfach machen lassen, in der Herde drinnen stehen, die Pferde zu beobachten. Und ich mache das total gerne, es holt mich auch total runter, ich werde da wirklich so ganz ruhig und komme da wirklich so
ganz zu mir selbst. Und das habe ich natürlich auch immer wieder bei uns dann jetzt am Stall in der Zeit gemacht und habe dann natürlich schon immer so ein bisschen Ausschau gehalten, okay, wer könnte denn da so in Frage kommen, wer gefällt mir denn? Und ja, eine meiner konkreten Vorstellungen war dann, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte definitiv einen Wallach haben. Und ja, da habe ich mich dann so ein bisschen auf die Suche begeben und habe dann auch sozusagen mit den Besitzern und so weiter gesprochen. Sie sollen mir auch Vorschläge machen. Und naja, da ist dann schon zwei Pferde eigentlich in die engere Wahl gekommen. Und ich zeige euch jetzt mal an diesem speziellen Tag, wie das denn da so gelaufen ist. Ich habe da ein Video dazu gedreht und ja, möchte euch jetzt mal zeigen, ja, wie das dann so gelaufen ist. Ich bin dann hier eben dann in die Herde rein und ich weiß natürlich schon, um wen es geht. Also das heißt, ich sehe ihn jetzt schon und ich spaziere dann jetzt auch schon auf ihn zu. Und ja, ihr seht ihn dann jetzt auch gleich. Ein paar Infos zu ihm. Er ist ein Wallach. Er ist auch noch sehr jung. Er ist 5-jährig momentan. Er ist ein Direktimport aus Island. Also er ist wirklich auf Island geboren und ist dann, ich glaube, mit 4 oder knapp 4 Jahren ist er hier dann nach Österreich aufs Festland gekommen. Und ja, er hat mir von Anfang an sehr gut gefallen. Der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann mich weiter auf ihn konzentriert habe, das sehen wir dann einmal jetzt hier, was er denn gemacht hat. Denn das ist immer so, also ich check dann immer so ein paar Sachen ab. Also das heißt, ich berühre dann die Pferde überall, ich schaue mal, wie sie so reagieren. Ich probiere so ein paar Sachen aus, auch in der Herde, ob wir irgendwie connecten. Und sobald ich das in der Herde gemacht habe, dann nehme ich die Pferde raus. Gehe mit ihnen meistens dann in die Halle und probiere da dann so ein paar Sachen aus. Aber das jetzt hier ein ganz entscheidender Moment, denn hier seht ihr, dann ist er eben dann ein paar Schritte auf mich zugekommen. Er wirkt ja schon so ein bisschen unsicher. Das habt ihr vielleicht auch so in den Augen und so schon so ein bisschen gemerkt. Aber jetzt hier hat er dann doch so seinen ganzen Mut irgendwie dann zusammengenommen und ist dann tatsächlich ein paar Schritte auf mich zugekommen. Und das war für mich dann so der entscheidende Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, that can be my choice, this can be a match, sozusagen. Also es kann sozusagen wirklich, dass wir connecten. Und da habe ich mich dann dazu entschieden zu sagen, okay, ich hole den mal raus, ich gehe mit dem in die kleine Halle und ich probiere ihn einfach mal aus. Das habe ich natürlich mitgefilmt, also das ist wirklich das allererste Mal, mit ihm zusammen in der Halle habe ich die Sachen so ein bisschen ausprobiert. Das habe ich gefilmt. Und wenn ihr wollt oder auch nicht wollt, ich glaube, ich werde es so oder so machen, wird das dann eins der nächsten Videos sein. Werde ich euch dann wirklich ins Training mitnehmen und werde ich dann natürlich auch sagen, ob ich mich jetzt definitiv wirklich für ihn entschieden habe oder ob ich mich vielleicht doch im Endeffekt noch für jemand anderen entschieden habe. Denn zu dem Zeitpunkt, wo ihr hier dieses kurze Video gesehen habt, da habe ich mich noch nicht entschieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war nur so ein erster Impuls und ich dachte mir, okay, der Impuls war richtig, der war gut und jetzt schauen wir mal weiter. Aber ob es dann im Endeffekt wirklich gereicht hat und was dann auch alles noch passiert ist, denn es sind dann leider, das kann ich jetzt auch schon mal spoilern, nicht ganz so schöne Sachen oder nicht mehrere Sachen, sondern eine ganz bestimmte Sache passiert, die nicht so ganz schön war. Darüber werde ich euch natürlich dann auch erzählen. Und wie natürlich der aktuelle Stand sozusagen ist, all das gibt es dann im nächsten Video. Ich wollte das jetzt hier mal nicht so lang machen, sondern einfach mal ein bisschen kürzer halten und einfach euch mal nur so mit dieser Frage und mit der Information euch einfach mal ein Video machen. Ich hoffe, euch da draußen geht es allen ganz gut. Ich hoffe, dass ich jetzt dann wieder so ein bisschen in Schwung komme, meine Motivation zurückkommt und dass es dann natürlich auch hier auf dem Kanal wieder das ein oder andere Video mehr geben wird. Und ja, ich freue mich drauf. Ich habe wirklich wieder mal viele Ideen und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch da draußen geht es allen sehr gut.
beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen besser als mir, dass ihr mit der Zeit momentan besser zurechtkommt. Und ich würde sagen, ich mache Schluss hier. Passt ganz gut auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video, beziehungsweise dann auch beim neuen Content. Und ich hoffe natürlich, der ein oder andere von euch schaut dann auch da mal rein. Bis dahin, alles, alles Gute für euch und natürlich bis zum nächsten Video. Ciao!